Der Schrecken war groß. Und das kann man sich nicht vorstellen, dass sowas an Menschen, an jungen Menschen gibt, die sowas hier machen. Die Wohnungen sind in einem katastrophalen Zustand. Eine Wohnung ist völlig vermüllt, in einer soll es einen Wasserschaden gegeben haben. Insofern sind wir der Auffassung, dass der Zwangsverwalter seine Pflichten grob vernachlässigt hat und nehmen ihn auf Schadenersatz auch vor dem Landgericht in Anspruch. Das war keine Zwangsverwaltung, das ist eine Zwangsvernichtung, alles was man hier sieht. Meine Existenz ist dadurch ganz kaputt gemacht worden. Tür auf und rein. Genau. Okay, Achtung, es geht los. Gut haben. Einschauen und dann können Sie weiter gucken. Handschuh einfach weg mit links, genau. Anziehen. Super. Einfach anziehen, nacheinander, genau. Und den blauen Seitdruck nehmen. Bitteschön!
Und los geht's, bitteschön. Auf geht's. Gut, nehmen Sie von hier noch die Dose, bitte. Der Schrecken war groß. Und wo wir wieder gegangen sind, muss man erst saubere Kleidung anziehen und die Schuhe und. Und man musste sich erst einmal ganz desinfizieren. Und das kann man sich nicht vorstellen, dass sowas an Menschen, an jungen Menschen gibt, die sowas hier machen. Und dann sage ich ganz einfach auch dazu, die Zwangsverwaltung hat hier total versagt. Ich sage, das war keine Zwangsverwaltung, das ist eine Zwangsvernichtung, alles was man hier sieht. Meine Existenz ist dadurch ganz kaputt gemacht worden. Ja gut, es sind Fenster kaputt, Türen kaputt, Toiletten, Schüsseln abgerissen. Oben in der Wohnung Heizkörper abgerissen, Wandverkleidungen abgerissen. Als das Haus von der Zwangsverwaltung übernommen worden ist, haben wir sogar schriftlich vom Zwangsverwalter, dass das alles in Ordnung ist, außer dem einen Zimmer oben, wo die Hundewelpen drin waren. Und es gab keine Beanstandung. Die Mieter, die jetzt hier drin waren, die haben wir nicht eingestellt. Die sind alle durch den Zwangsverwalter hier reingekommen. Also sprich die drei Leute. Und die müssen halt den Vandalismus da vollzogen haben. Es gibt nur noch eins, abwarten, was auf uns zukommt. Machen können wir nichts. Also am meisten sauer bin ich eigentlich auf den Zwangsverwalter und sein Hausmeister. Und ich gehe davon aus, dass der Hausmeister vielleicht dem Zwangsverwalter nichts gesagt hat. Oder wenn er es ihm berichtet hat, dass der eben nichts unternommen hat und gesagt hat, mach mal.